sind wir wieder. Wir haben zwei Charakter, die ziemlich stark sind. Wow! Also, bei sowas werde ich doch nicht heute Hello Kitty nehmen. Also wirklich jetzt. Aber ich muss wieder einen Schnitt machen. Sonst geht mir der Speicher aus. Dann kann ich keine Party mehr machen. In den ersten 38 Sekunden gleich einen Schnitt. 39. Ja, alles. Okay. Was sollen wir jetzt alles zerstören? Ist ja wie am Ende von Lego City Undercover. Ich wollte nicht ändern. Das tauschen. Ah, ist nicht schlecht, wenn es gelöscht wird. Er hat es gerade geweckt oder war es einfach nur Zeitlupe? Ah, ein Save Point. Den benutze ich gleich. Look, der ist sofort. Wie bediene ich den? Und Depp. Für Gegner sieht es nicht an. Zu 8. Das sind jetzt die letzten vier, oder? Nein, die machen noch einen kleinen Boss. Der ist da. Und er besiegt. Ah, das sind die anderen. Zum Glück habe ich das nicht zerstört. Okay. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Emmett. Bohrer aktivieren. Presslufthammer, nicht Bohrer. Deutsche Übersetzer sagen immer Bohrer. Und wie kann ich im Lego dran sein? Und das Baum? Nein. Okay, wieso machen wir jetzt? Sollen wir jetzt das so schön? Ist jetzt echt nicht was wir machen sollen. Hier. Und wir haben eine Kanone. Jetzt kann ich ja alle voll chillig besiegen. Weißt du, dann muss er hoch. Ah doch. Es gibt es nicht. Ah,
Bad. Ah, wir müssen es werfen dorthin. Okay, zu schließ. Brauchen wir das direkt? Diese Tonsche da wieder? Und da reinwerfen. Damit können wir jetzt alle hinein. Und Batman ist tot. Ein Sicherheitscomputer. Ist da auch solitär drauf? Computerhacker. Das Hacken. Ich weiß, wie man es bedient. Das war bis jetzt nie schwer. Jetzt wird es schwer, oder? Ein bisschen schwer müssen die das doch machen, das Spiel. Das Spiel war ja nicht schwer. Na, das war nicht schwer. Oh, es gibt gleich zwei! Das gab es noch nie, deswegen war ich jetzt verwirrt. Da oben steht ja zwei. Okay, los! Los! Oder auch nicht. Hey, lass mich mal ran! Eisenbart. Eisenbart, was machst du jetzt da? Was ist das? Und zerstört. Ich fühle mich irgendwie jetzt bei Star Wars. Wie bei Star Wars. Achtung, Micromanager! Gegen meine Kanonen werden sie nicht ankommen. Wir haben jetzt keine Chance gegen die Raketen.
Und jetzt habe ich mir überlegt, morgen vielleicht einen Film zu schauen von Lego the Movie. Aber ich glaube, es ist auch besser. Und zu schauen für das Let's Play, dann ist es ja nicht so blind. Der versucht echt uns zu töten. Er ist so versucht, als ob eine Ameise versucht, einen Elefanten zu töten. Warte, wie schaut es überhaupt wenn wir mit dem bauen? Ist gar nicht? Nein, er ist einfach zu groß. Eine Treppe gebaut. Zu einem Auto. Ist ja nur ein Vorsprung. Ist gar nicht so, als müsste ich ein Flammenmeer überqueren oder so. Glaubt noch jemand, dass er nur so tut, als er blind? Wer glaubt bitte, der ist blind? Batman, denkst du schon. Ich glaube, da oben ist ein großes Lüftungsgitter. Kannst du darauf feuern, Eisenbart? Nicht von hier unten! Okay. Ich spüre, dass hier irgendwo ganz sicher eine Platte ist. Okay, den Sinn. Okay, müsst ihr mal das Klopfzeichen machen. Okay, wir müssen erstmal hacken. Wir müssen einen Computer hacken. Und sind wieder zwei. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Okay. Besser weg. Okay. Ich glaube nicht, ich habe gerade wirklich geschwitzt. Okay, ist mal witzig, so einen Roboter zu steuern. Wir werfen den Roboter da rein. Lauf mit dir, Eisenbart! Was soll ich jetzt da machen? Die Raketen nichts können und kann gar nichts ausrichten. Gehen wir mal nach rechts.
Ich habe das Gefühl, wir sollten nicht nach rechts gehen. Tier. Jetzt nicht weiter. Okay, was sollen wir dann hier machen? Was sollen wir hier machen? Was sollen wir hier machen? Okay, jetzt. Jetzt hat es funktioniert. Vielleicht habe ich falsch gezählt. Oder es dauert zu lange. Wir schnappen uns einfach dieses glänzende Zeug da hinten und tarnen uns damit als Roboter. Und was ist mit den Laserstrahlen? Kein Problem. Lässt sich jemand freiwillig in 1000 Stücke hacken? Überlass das mir. Also, sie möchte sich in 1000 Stücke hacken. Und was geht denn Hello Kitty ab? Sie ist lasersüchtig. Okay, jetzt haben wir mal ein Radiergummi, glaube ich. Einen abgebissenen Apfel. Und ein Edding oder so. Und weiter! Okay. Was ist das denn? Manchmal glaube ich wirklich, mein Spiel wurde gehackt. Annette. UART Pro. Kann das von euch Meisterbauern einer gebrauchen? Lauter Real-Life-Gegenstände. Taschenrechner, Zettel und Schlüssel. Ja, diese Strahlen können wir nie umgehen. Es muss einen Weg geben. Vielleicht kann man sie mit einem Code ausschalten. Waren es gerade Gummibären? Ja, was macht ihr mit den Schlüssel, den Zettel und den Taschenrechner? Batman? Von Enterhaken ist gefragt. Gut, ist man hier drin. Okay, was machen wir hier? Was machen wir jetzt? Komm, wir holen. Okay, jetzt brauchen wir die Schlüssel, nicht? Die beiden hier. Dass man noch seinen Taschenrechner und sein Bauch kommt. Gib den Code mit der konischen großen Tastatur ein. Das ist ein Taschenrechner. Warte, was ist der Code? 0. Warte, nein. 0. Punkt. 2. 5. Das ist echt schwer. 0. Ich glaube, ich schreibe mir das einfach auf. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich es geschafft habe. Schaffen wir es jetzt? Das hat echt lange gedauert. So 3 Minuten, glaube ich. Das ist echt zu lang. Und jetzt ist es Zeit.
sollen wir jetzt machen? Checkpoint ist hier. Dann mache ich mal einen kurzen Schnitt, weil ich nicht weiß, wie lange wir noch machen dürfen. Okay, der Part ist Team beendet. Ich werde jetzt noch speichern, aber der nächste Part kommt dann nicht mehr heute. Bis bald.